Mal schauen, was da steht. Die Raphael. Heilung oder was? Ja. Nein. Verstorben. Geister gespitzt, Seelen Verstorbene. Im Langenscheid steht die Geister in einer Totenwelt. Wieso sind die Heilen die Geister in einer Totenwelt? Jetzt ist natürlich immer bei den Heilen, hast du eine ganz klare Vorstellung. Und jetzt machen wir mal das Haar vorne weg, dann hast du schon Eilen. Wir wissen, Eilen, habe ich euch erzählt, hier in der Finsternis, Chashak, dass das Chash für sich alleine Eilen heißt, mach Chash, Chet Shin. Halt Chet Wafshin musst du jetzt da Chet Shin, Chet Wafshin reinschreiben, weil der das Chet Shin nicht nennt. Ist aber Chet Shin. Das heißt Eilen. Eilen, okay, aufmerken, Instinkt, Sinn, Vermögen, Fähigkeit, Empfinden, Begabung. Die klassische, das ist immer die Rückübersetzungen, darum verschiebt sich das. Dieses Chet Shin für sich als erstes Mal Sinn, Gefühl und Empfinden. Es ist Sinn, einen Sinus fühlen in sich an der Oberfläche, den ich empfinde. Übrigens Empfinden, Empfangen, diese Radix EMP. Empfinden, empfangen, das beginnt schon mal mit M, mit der Mutter, mit Mutterwissen. Mit Mutterwissen. Was du empfindest, bestimmt deine Mutter, das heißt dein Intellekt, Meder, Medes, Made. Und auch eilen, und so musst du das heilen, deine Gedanken heilen, ist immer das Eilen, Eilen wiederum, Ei ist unser Ei, unser Nichts, unsere Insel. Eine Insel ist ja in gewissem Maß eine Haufe. Stein, raumzeitliche Erscheinung, Steinhaufe und hast auch Welle, wenn du jetzt den Sprung machst, das ist dein geistiges Licht und die Geister der Verstorbenen eilen durch sich selbst und die wollen sich heilen. Rafa, wir sind bei Rafa gewesen, das ist die rationale, das rationale Wissen ist der Schöpfer. Rafa, das rationale Wissen ist der Schöpfer. Okay, und die kommen sich unheimlich groß vor. Darum sind es die Riesen und ihre Wahrnehmungen allen durch ihren Kopf, aber die glauben, das ist außen, darum sind es die Geister der Totenwelt. Jetzt kippt auch diese Wörterbucherklärung komplett um, wenn du das heil machen willst. Was ist darum geht es? Dass erst die eine Sichtweise hast du automatisch, aber die fällt immer die andere Hälfte. Ja. Dass wenn du ein Wort hörst, dass ich jetzt zum Beispiel sage, hier Ra, Mensch geht's mir schlecht. Shin-El, echt. Das ist logisch, das ist echt. In Schrecken versetzt. Ja. Geht's mir? Echt. Was war das? In Schrecken, echt gesagt. Ja. In Schrecken versetzen, Shin-El. Mein logisches Licht versetzt mich in Schrecken. Schrecken wieder, Shin-R. Shor ist der, ich bin der Minister, ich bin der Fürst, ich bin der Bestimmer. Wieder Sinn. Merkst du, wie das rund wird? Was jetzt da noch lustig dabei ist, Shin-L, was du im Langenscheid schön siehst, den habe ich jetzt im Auto schon, gib mir mal hier Shin-L ein, gib da ein unsinniges Zeug, also wenn du in die Grammatik gehst, also sagst du mal Shin-L, im Langenscheid heißt es, das ist ein grammatikalischer Partikel. Fehler. Das ist der grammatische... Einser Fehler. Wenn es dir schlecht geht, dann fehlt dir etwas, weil du dich ja in Shin-R-Ecken versetzt, wo du dich selber hinbestimmst. Jetzt sind wir in Chemnitz. Jetzt bin ich in Weißenburg, jetzt bin ich in Leipzig. Nein, du bist hier und jetzt. Es gibt nur hier. Du verstreust dich um dich herum, obwohl du bloß jetzt bist. Und darum fällst du in dir selber. Darum bist du auch nicht heil. Weil du ein Totengeist bist. Okay? Ja. Macht Sinn? Merkst du die Wörter wegen, wenn man das so macht? Das wird, das ist für euch jetzt, wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt. Stell dir vor, wir hätten Leute, die das erste Mal einen Vortrag vom Udo hören. Warum mache ich das nochmal? Na, weil ich das gar nicht machen muss, weil dann rede ich ins Leere. Weil du musst eine Grundvoraussetzung haben, wo ich sage, ein bisschen dich beschäftigt haben damit. Es ist nicht Wörter, es ist Sortieren. Was jetzt, pass auf, Shin-El, im Langenscheid heißt es das erste Mal, ein grammatikalischer Partikel des Genitivs und das ist definitiv der grammatikalische Partikel des persönlichen Besitzes. Können wir da mal vielleicht ins Ding reinschauen? In der Grammatik. Wenn wir jetzt Wikipedia machen und du schaust hier, lass es einfach, grammatikalisch ist praktisch der Genitiv, ist persönlicher Besitz.
Was jetzt interessant ist, aber ist das nicht ein logisches Licht? Dein ganz persönliches logisches Licht. Und dein ganz persönliches, ach, du hast das da drin, mach schnell. Na super, schnell. Die hat es so schön. Ich weiß, du meine, wie meiner versaut ist. Hast du nicht mal, was auch wieder versaut ist? Das ist übrigens eine andere Ausführung von mir, sehe ich gerade. Nein, andere Ausführung hast du, eine andere Auflage. Schin-L, grammatikalischer Partikel des persönlichen Besitzes. Schin-L, Partikel, warte mal, Besitzes. Aber ich, hier, steht grammatikal des Genitivs, ne? Ja, Partikel. Und ist das nicht dein logisches Licht? Und was sollte dir logischer erscheinen wie deine eigene Logik? Wie oft sage ich das? Die erscheint dir vollkommen echt und darum versetzt die dich eben in Schatten. Das ist mein. Wer nimmt sich wichtig? Das Wichtigste, was einer nimmt, ist sein Wissen, seine Logik. Und darum ist es die weibliche Eins. Die Frau, der Fürstin, Frau Fluja, ist die erste, die Eins, das erste, die weibliche Führerin, was auch dann ein Minister ist, Minister, okay, ist die Logik. Und die erste Logik in dir ist deine Logik. Du bist das Maß aller Dinge. Aber Schindel, über die Zahlen jetzt, oder kann ich auch über die 330 gehen? Ich könnte ja das auch. Das kann immer wieder. Was, weil ich mache auch viel mit Zahlen. Du kannst, das stimmt dann sowieso immer. Es ist einfach ganz einfach, dass die 330 ja 330 gibt und es ist die 33 auf der 10er-Ebene. Und die 33 auf der 10er-Ebene, dein logisches Licht macht deine Gedankenwelt. Ja. Das ist in der Affen-Ebene, in der 100er-Ebene schaust du deine Gedankenwelt. Aber die kommen auch von deinem logischen Licht, mit dem du dich in Schrecken versetzt. Das heißt aber auch Fürst. Richtig, unter anderem Fürst Oberhaupt, RB, die Radix RB, merke dir für die Radix RB, dass das ein Überbegriff ist für Vielheit, für Größe, für Menge, für Masse. In jeder Beziehung, ein Fürst ist das Oberhaupt, der Fürst ist der Höchste, die Vielheit, nein, ganz RB ist ein Über-RB, immer wenn du RB hast, irgendwie in einem Wort. Weißt es immer, zuerst einmal RB, weist immer darauf hin, auf Vielheit, auf Größe, auf Masse im quantitativen Sinn. Gib mal RB ein. Wir können das da in den Nachbarbuch eingeben, okay? Schauen wir, was der hier macht. Ja, Fülle, Fürst, das Fürst ist nur übertragenerweise so wie das Haupt, Majorität, Mehrheit, Mehrzahl. Siehst du, die Roten sind erst wichtig, Menge. Majorität, Mehrzahl, Menge, Menge, bedeutend, groß, das ist die Grund. Wichtig, zahlreich, bedeutend, groß, also quantitativ aufgeblasen. Aber vorhin war da auch Schin und Resch, wie hieß da auch? Ja, ich sage, es gibt viele Wörter, wenn du Wort eingibst zum Beispiel, was meinst du, wenn mich, ich zeige dir das gleich mal, kleinen Moment, ups. Das ist ja die Logik-Rationalität. Schau, da kann man jetzt auch mal hier das Reden eingeben. Wenn du das RB nimmst, ist es das Gleiche. Das ist so die Polarität. Die rationale Polarität, und das ist immer Vielheit. Das sind jetzt... Neue Erklärung. Rauch, viel, groß, wichtig, bedeutend, reichlich, zahlreich, mächtig, genug, hinreichend, älter, viele... Oh, reich an Jahren, ist älter, okay? Ja, Obermundstück, zahlreiche, mächtige. Anführer, Meister, weiter. Fülle, Menge, Größe, Länge, Streit, Rechtsstreitschütze, wurde großreich, viel. Du merkst jetzt, der Überbegriff ist, dass du mal irgendwas mächtig, ein Fürst ist mächtig, die Bedeutung liegt aber nicht auf dem Fürsten als Ding an sich, sondern auf seiner Mächtigkeit, auf seiner Größe. Das ist der Schwerpunkt, dann heißt es unter anderem Fürst. Das ist, du, das Ganze, wenn du denkst, merkst, der Schwerpunkt liegt auf der Mächtigkeit, auf der Größe. Beim Fürst mit Schor ist die logische Rationalität, da geht es um einen Intellekt, der ist eigentlich auch der Bestimmer, das Schlecht, das logische Licht ist Schin-R, die logische Rationalität, okay? Darum sage ich, du musst immer ein Mittelbegriff, ein Mittelgefühl für diese ganzen Worte kriegen. Verstanden ungefähr? Das ist hier, es ist immer wieder, das ist die Ausgangsbasis, den gesehen hast, hast jetzt natürlich die Schöne, dass du hier immer noch Bibelstellen hast, was eigentlich gar nicht mehr früher nötig war, dass in was für einem Kontext das in der Bibel besetzt wird. Was jetzt aber hier, was haben wir gerade gehabt mit dem, Moment mal, was habe ich denn da eingegeben? Moment. Nein, ich will dir den Ding, wollte ich dir schreiben, pass auf, wir machen jetzt hier ganz kurz den. Den Rafa, schauen wir mal jetzt hier in den Ding reingehen. Wir machen das mal rein. Wir machen mal den Rafa. Überbegriff. Text.
Hey, Rafa, das tun wir jetzt mal mit hier, die Rafa. Mit Waff, mit Jörg, mit Ra. Und hier ist. Siehst du, das kommt jetzt 6-mal vor. Rafa, Rafa, schau, das mit einem Waff, Rafa, Rafa. Und jetzt kannst du hier kurz reinmachen. Daniel Hobanensprach und schaut in meinem Gesicht bei Nacht und siehe, die vier Winde der Himmel brachen los auf diesem großen Meer. Ganz, ganz tiefe. Da steht jetzt hier Rafa und Rafa alleine ist die groß. Schau beide wieder. Beide mächtige Oberst. Und das ist Rafa, ist aber das ist normalerweise hier in Raba, habe ich schon das verkehrt. Nein, schon. Schau, ich zeige dir das hier. Raff. Rab ist Vielheit, darum ist es großmächtig. Immer wenn Rab ist, ist es großmächtig. Großmächtig. Und jetzt ist natürlich hier, so, dass das Rafa war doch das Heim, die Riesen. Kannst du dich erinnern? Ja. Machen wir jetzt den raus. Da löschen wir das übrig. Und jetzt machen wir den Raff. Ja, vielleicht. Du, solche Heimmittel und sowas habe ich alles mal gemacht. Also wenn du heute überlegst, und wir haben jetzt hier 25 Mal, das ist Abraham, Gott und Heide und das ist das Heide. Ne? Das sind dann immer wieder die Stellen, schau her, dass da und er, schau immer, dass die Stelle immer und er, die sind immer ganz vorne. Und er. Und jetzt, wenn es anwächst, siehst du hier, das war, ist ganz neu, wenn aufsteht, großen Stadtmann, soll der Stelle schön sein, sonst wird es nicht. Füll dich heim, du magst es, findest dann immer wieder und da kannst du jetzt zum Beispiel hier. Oh, Herr Gott, heile sie doch. Und das ist natürlich, dass das natürlich hier, na, schau mal, ungekocht, halb gekocht, zu ihr. Zu ihr. Rafa. Es gibt ja wieder Raffzahn. Wir sind zweimal nach. Aber wie gesagt, das spielt er mit rum. Und das hängt trotzdem zusammen. Und das stimmt immer. Das ist jetzt, wie gesagt, nur wenn man jetzt hier mal die Mühe beim Sitzen der 10 Gebote, du kannst selber, du machst es, das Prinzip hast du begriffen. Maja. Und mir geht es nur, dass ich jetzt habe die Fantasie, dass du immer mehr das Detailwissen, das Problem ist immer, der Materialismus sagt, ja, was soll ich davon nehmen? Es kann ja nur eins richtig sein. Was soll ich dann, wie weiß ich, was ich davon nehmen soll? Habe ich nicht der Baumer gesagt, verdammt nochmal, wieso willst du bloß eins nehmen, wenn du alles haben kannst? Wieso willst du bloß eins nehmen, wenn du alles haben kannst? Wieso nimmst du nicht alles? Ja, dann macht es keinen Sinn. Für einen geistlosen Dom macht es keinen Sinn. Für einen, der komplexer denken kann, dann macht es erst keinen Sinn, wenn du alles sein siehst. Ja, es kann ja bloß eins richtig sein, ist der Henkel rechts oder ist der Henkel links? Ja, dann kannst du einen Kreis sehen und nicht nur auf Facetten. Das ist Chat-Denken, ist immer, du wirst immer mehr anfangen mit Chat-Denken. Und dann denkst du dich nochmal, wie gesagt, wenn du an dein Haus denkst oder an deine Wohnung denkst, dann ist eigentlich nichts Generiertes mehr da, was du hast, dass dein Denken präziser wird. Das ist so erweiternd. Und jetzt pass auf, jetzt mache ich nochmal einen schönen Trick. Jetzt mache ich nochmal einen schönen Trick, wo ich immer wieder, das habe ich schon mal erzählt, ich erwähne es kurz, dass das Chat-Denken in deinem Geist nicht schwerer wiegt. Das ist ein kleines Beispiel. Was nicht, wie habe ich das gemacht mit der Matrix? Irgendwie, pass auf, wir nehmen den Film Matrix, kennt jeder von euch? Ja, Matrix 1, pass auf. Matrix 1, hör einfach zu. Matrix 1, die Stelle, wo der Cypher dann dieses fetzen Fleisch hat und sagt, ich weiß zwar, das ist nur eine Illusion, das ist scheiße echt und das ist geil, ich will wieder zurück. Ja. Okay? Diese Szene kennst du, jetzt gemacht habe. Das ist, die Szene selber dauert ungefähr 10 Sekunden. Mhm. Wenn du den Film Matrix nimmst, wenn wir jetzt nochmal rein quantitativ die Datenmenge sehen, dass du im normalen Format nicht gezippt den Film Matrix drauf hast, hat er eine riesen Datenmenge. Mhm. Und nur diese 10 Sekunden, wir selektieren aus diesem Chat diese 10 Sekunden raus, besteht er aus vielen Einzelbildern. Ein Bild hat eine gewisse Pixelzahl und wir wissen, beim Film 25 oder 24 Einzelbilder in der Sekunde sind es also schon mal 25 Bilder, die Pixelzahl. Okay? Mhm. Das Film ist ein Datenmenge. Ich will was gleich machen, worauf ich hinaus will. Und jetzt mache ich was anderes. Du denkst dir jetzt, Leonardo da Vinci, das Abendmahl, diese schöne Sache vom Sakrileg, wo der Jesus hier dieses V in der Mitte ist. Du weißt jetzt genau, was ich meine. Mhm. Und du denkst dir jetzt genau das V aus dem Bild. Nur dieses V. Mhm. Das heißt, das ist ein einziges Bild. Und wir selektieren aus diesem einen Bild eine kleine Facette raus, wo du dich jetzt ganz gezielt dir vorstellst. Du wirst jetzt nicht detailliert, wie rechts und links die Apostel aussehen, das will ich ja nicht. Du willst nur dieses, ist ja so oft, habe ich das in dir auftauchen lassen. Diese kleine Facette. Wenn wir jetzt datenmengentechnisch ein Bild
Wir sagen, bei derselben Auflösung ist eine gewisse Pixelzahl und diese Facette ist natürlich nur die kleine, diese kleine Facette an Pixel von dem Gesamtbild. Wenn ich jetzt die 10 Sekunden oder machen wir irgendeine 2-Minuten-Szene, die Schlussszene beim Auftrag des Teufels, machen wir das? Ja, die dauert ja ungefähr eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde Bilder. Weißt du, wie viele Daten das sind? Okay, jetzt worauf ich hinaus will, wenn du bewusst bist, wirst du feststellen, dass für dich in deinem Kopf, ich sage jetzt, denk einmal im Auftrag des Teufels, ist nur ein Chat, weil jetzt denkst du ja nichts. Und ich sage, jetzt denk an Leonardo da Vinci an das Abendmahl. Rein gefühlsmäßig, wenn ich jetzt das so stehen lasse, hast du den Eindruck, dass du in dem Moment, wo du an den Film in Auftrag des Teufels denkst, dass da irgendwie quantitativ mehr da ist, wie wenn du an das Bild von Leonardo da Vinci denkst? Es ist eigentlich nur, es ist so ein Gedanke und so eine. Ja. Gewichtsmäßig sind die komplett gleich. Wenn wir dasselbe in einem Computer machen, ist ein Riesenunterschied von dem Film im Auftrag des Teufels und dem einzelnen Bild. Wenn du jetzt an diese Schlussszene denkst, da denkst du eigentlich auch an nichts. So wie wenn ich sage, denk an dein Haus und jetzt denk an dein Wohnzimmer. Wir machen, es bleibt immer noch eine Blackbox. Ich habe so oft bei Leuten, bei Filmen, wo mich kennen, sage ich, du wirst auf der höheren Ebene nur noch mit Blackboxen denken. Das heißt, das ist die Leichtigkeit des Seins, weil du an was denkst, ohne an was zu denken. Das kann einer nicht verstehen mit 1000 Worten. Erst wenn du dann materialisierst, wenn du reingehst, dann wird es auch nicht mehr. Aber was ich jetzt meine, dass ich jetzt genauso sage, diese Schlussszene und der Film im Auftrag des Teufels, Leonardo da Vinci und nur der Fokus auf das Foto, ist in deinem Kopf überhaupt kein Unterschied. Sobald du aber das hier in Worten machen würdest, ist es so ein unendlicher Mehrkomplex an Daten, wie du dir komplett ersparen kannst. Ja, ja. Ist ein so ein Unendlich, sobald ich reden muss und ich will euch erklären, wie die Welt, dann musst du über so unendlich viel reden und es ist ein Nichts. Und jetzt ist immer das Erste, die zwei Seiten. Ich erkläre dir jetzt, Andreas, was du bist, was der Udo ist, was jeder ist und du hast zwei Seiten. Du hast natürlich eine riesengroße und eine riesenkleine Seite. Wenn du das materialistisch siehst, ist die kleine Seite die große Seite und wenn du es idealistisch siehst, ist die große, kleine, die große Seite die kleine. Jetzt erklärt, klingt schon wieder, der redet ja wieder, was er spricht. Also machen wir es erst einmal normal. Was gleich merken, worauf. Grundvoraussetzung, normal deine bisherige Vorstellung von Welt und Erdkugel. Wenn ich jetzt rausgehe, da runtergehe und ich nehme ein Blatt oder ein Grashalm, reiße ich raus, mache so, das ist der Andreas, der hier am Tisch sitzt. Ja. Was ich damit sagen will, wenn ich den Andreas nehme und ich mache es so, was verändert sich an der Welt, was verändert sich an den Milliarden von Menschen? Nichts. Es ist einer weniger da. Ja. Wie viel jammern? Wie lang jammern die? Oh, es ist die Masse, trotzdem weil ausgetrichtet ist das so scheißegal, ob das Grashalm mehr da ist oder weniger da ist. Stimmt oder stimmt? Ja. Das ist das Kleine an dir. Absolut. Das Große an dir, was ist diese Welt, wenn du sie nicht ausdrückst? Und was ich gerade meint habe mit dem Spiegel, jetzt ist es genau umgekehrt im Geistigen, ist das Große eigentlich das Kleine, du bist dann das Große, wenn du begriffen hast, dass du das Kleinste bist, nämlich so klein, dass du nichts bist, dann wirst du erst das Große sein. Und solange du dich noch wichtig nimmst, dass du meinst, du bist was Großes, bist du in meinen Augen was ganz was Kleines. Dabei? Ja. Und nur der Geist jetzt, der wieder zuhört und das wirklich zu verstehen beginnt, was ich euch seit raumzeitlich gesprochen, Jahren versucht über Lautsprecher, über Selberlesen in eurem Kopf mit eurer Stimme, wenn ihr die Selbstgespräche studiert, in die Offenbarungen zu erklären. Nur dieser Geist, der kann zu verstehen. Macht Spaß, ne? Ja, das macht auch Spaß. Und dann wirst du auch, das macht dann plötzlich irre. Und ich schmiere dann bei mir immer voll, weil ich Verknüpfungen mache. Und dann mache ich hier zum Beispiel oft bei ganz krassen Sachen früher. Ich brauche es immer, wenn ich Leute zeige, dass ich oft sage, das steht im Gesine, es steht auch noch das. Und da steht das und da steht das. Dass ich nicht immer jedes Mal die Bücher aufmache, aber das mache ich jetzt auch nicht mehr. Wenn dann will, soll ich schauen, das ist jetzt wie bei dir, das macht mir Freude, weil ich merke, da geht einer hin und her, wie beim Toni. Ich habe auch viele Freude, die das nicht machen, die von einem anderen Ort, das ist ja wie Auge und Ohr, jeder hat seine Spezialität. Der ist so wischiwaschi macht, so wie ich früher kann, dann gehe ich zu dem Lehrgang oder zu dem Lehrgang, das kannst du eh vergessen. Alles Traumtänzer. Ja, haben wir es jetzt? Ja. Oder du selber noch übersetzen. Ich bin bedient. Nee, aber das Prinzip ist klar, oder hier? Ich bin bedient. Schau, das ist auch, du kannst da, wenn du jetzt hier zum Beispiel suchst, ne? Das ist immer,
Ah, jetzt hört man gerade was schön ein, wir machen die Feigen. Gib mir mal da bitte ganz kurz einfach Feigen ein. Feigen. Das ist ja eine Frucht in der Kamera. Nein, das sind Hosenscheiße. Die Gedanken sind eigen, oder? Aber Feige gehört zu... Sagst du, pass auf. Das ist, weiß ich, weiß. Das ist selbstverständlich. Ich sag, das sind Hosenscheiße, die Feigen. Arschbecher. Die Facetten, die Facetten, immer Face als Facetten sind dein eigenes. Ja. Das sind aber auch. Sind ja schon Hosenscheiße vom Wort allein, vom Deutsch. Ich sage es ja. Und jetzt pass auf, jetzt mach, jetzt kannst du Feigenes machen, wenn du hier sitzt. Richtig, richtig. Jetzt geht er von oben immer, wenn du, pass auf, geh mal kurz da zurück. Das, wenn steht. Das, wenn steht. Das ist jetzt nur, das geht nur. Schau, das, wenn jetzt das, wenn du stehen hast, das ist jetzt erst einmal die Bücher und das ist die Hauptausgangsbasis. Und darum beginnt es, weil das ja hier oben, schau, eins im Anfang, der Schuf 1 Mose. Wenn du hier was eingibst, kannst du natürlich auch King James, Englische und die, also die Septuaginta nennt sich das, eingeben, die 70. Okay, ist es also, das ist auch so eine Sache mit ja, vielleicht im Lateinischen, weil das gerade passt. Unde. Wenn du das jetzt da machst, such dir von oben nach unten rein und hält immer bei feingeblich auch im Wort, wenn wir jetzt nur IG machen, dann nimmt er das auch dazwischen. Was dazu mir diese Wortradix im Zusammenhang. Du hast ja wie beim Wort bei unserer Elke kennt melden, nur bei. Schau, wenn wir jetzt fahren, das ist jetzt im Anfang und jetzt fährt er zum ersten hin und er zieht sofort mit, weil der oben auf Synchron, auf Verketten ist. Du hast, wenn du hier was siehst und klickst, bist du automatisch an dem Versanfang in der Dora. Wenn du da kannst, eigentlich ist halt recht klein. Okay, die Augen werden auf und hier wurden die beiden Augen aufgetan und ihr erkannte, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. Das ist natürlich hier so eine Elbernfelder, eine Sache, sie machten sich ein Kleid aus Ohr, dieses berühmte Kleid aus Ohr, wo sie sich machen, ne? Und das ist immer wieder, sie wurden geöffnet, aufgetan, öffnet, aufgetan, sie machten auf, sie ließen kommen, sie seien mächtig. Und? Pico, Fitchett, ist das? Doch, das ist nur die Einzelteile. Pico. Sehend, offene Augen haben. Öffnend. Die Augen. Aber da wollen wir nicht, wir wollen so die Feigen. Da gehen wir einen Schritt weiter runter, wobei das die Feigen, das eigentlich eine Fehlübersetzung ist, wenn wir schauen, im Deutschen, nicht im Hebräischen natürlich, okay? Sie kommen in das Tal Eskol, sie schnitten. Reben, Weinreben, Weintrauben, Weinreben, müssen wir ganz kurz die Stellen. Moment. Und da sprachen die Bäume zum Feigenbaum, komm und sei der König über uns. Das ist übrigens immer die Feigen selber. Also du, also wer? Ich suche eine ganz bestimmte Stelle. Und ich sprach auch Oma, oder wie? Das ist wahrscheinlich Elohim, ist klar. Schau, das ist immer der Sein, der Gott, die Götter, aber doch mal eigentlich die Beschwörungen. Also ich brauche jetzt nur auf das komplette Wort einmal zu klicken und dann steht es erstmal übersetzt. Immer, wenn du da, das Wort, ja. Ist immer das Wort. Wenn du klickst, ist die ganze, immer die ganze, die ganze, da. Das ist wichtig, wenn du klickst, wobei das, wenn du es lesen willst, okay. Wie gesagt, mich wundert das gerade schon, weil normal, weil du normalerweise geht es hier, doch jetzt hat es, das hat er doch nicht gemacht. Schau, du musst nur Steuerung nehmen und dann kannst du hier das von Wort zu Wort, wenn du das lesen willst, zack, ja, siehst genau. Du, so mache ich das. Und wenn du rein bist, musst du was markieren. Schau, wenn du jetzt den Ella markierst, du musst da immer wieder schauen, wenn du den Ella markierst und klickst hier, dann hast du nur das, was du markierst, die Beschwörungen. Es ist aber wichtig, wenn du jetzt da zurückgehst, wenn ich nur unter drauf klick, bleibt er, du musst einmal weg und dann will er, dass er das wieder das Wort nimmt. Und was du dann noch machen kannst, ist also hier, schau, dass du, da steht jetzt zum Beispiel die Menschen, die Enoshim. Siehst du das? Und da ist natürlich immer auch wieder die Shim, wenn du magst. So schön. Oh. Die Bäume, ne? So
Formen lösen. Ich bin jetzt vergessen, wie es nicht ausgezickt ist. War das nicht der Apigall? Nein, ich suche eigentlich einen Festwander. Jetzt fange ich zum Schwächeln an. Der Udo wird jetzt meine Batterie wird leer. Machst du eine Pause? Naja, ihr merkt es schon, es ist alles einfach Symbol. Mhm. Das ist immer, ich zeige dir jetzt Prinzip, und wenn man Spaß hat, kann er selber rumspielen. Eins muss ich jetzt noch machen, Habe ich mit dem Blackout gehabt. Das habe ich ja in meinem Blackout erzählt. Sprich mal einmal dazu. Bitte. Okay. Ja, ich will dir ganz kurz schauen, weil dann muss ich ganz kurz schauen. Uhr. 10:05. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt neben mir gescheit bin. Aber jetzt wirklich kriege ich Aussätze, jetzt bei meiner Batterie leer. Ja. Da sind die zwei. Schau dir das an. Das sind zwei Stellen. Um das nochmal klar zu machen. Du weißt, das Prinzip ist klar. Ich habe jetzt eigentlich nicht Standardsuche, sondern anfangs Endschlussbuchstaben. Mhm. Und zwar wieder diese Zeichenfolge am Ende, und zwar nämlich dieses Patcher. Mhm. Mhm. Okay? Mhm. Das, such mal, das kommt zweimal in der Bibel. Wo musst du mal lesen? Das haben wir schon gedacht. Das mit dem Ehebruch geht es da, oder? Das ist der erste Vers. Und wenn ihn man Ehebruch treibt mit dem Weibe eines Mannes, wenn er Ehebruch treibt mit dem Weibe seines Nächsten, so soll. Das Problem ist, dass jetzt immer wieder, was du hier machst, dass die Sehne selber, die überschneidet zwei Verse. Ich will dir das nicht genau erklären, aber schau, dass jetzt das, wenn du liest, hast du nur den Vers, wo das beginnt. Und da ist ja dieses, hier, diese Radik selber, Pet. Schau, siehst du, hat jetzt die Zeichenkette. Wenn du das jetzt lesen tust, ist immer zuerst das Ehebrechen. Unkeusch sein. Und du hast wieder dieses Naf. Das ist der Schöpfer, siehst du? Und N am Vorsehen heißt, die hier werden zu schöpferischem Wissen. Jetzt ist Ehebrechen für dich natürlich was Negatives. Und das ist jetzt, wenn du das nur negativ siehst, das Wort, das wollte ich dir zeigen, dann bist du schon wieder einseitig. Jeder Gedanke, der in dir auftaucht, hat zwei Seiten. Eine positive und eine negative. Die Welt in deinem Kopf ist letztendlich Bruch, ist Beruch, das heißt im Geist. Und das kannst du jetzt, das ist nichts Negatives, sondern was Positives. Und dann sage ich immer wieder, wenn ich sage, du Arschloch. Zuerst einmal, wenn man Fränkisch hat, man gerade gehabt, ich sage zuerst einmal, du Arschloch. Übrigens, das ist was Hochinteressantes, die 10 Tafel, die Loch, das ist komplett, absolut verkehrt übersetzt. Rein in der Grundgrammatik ist es so, dass Tafel auf Hebräisch, kannst du hier nachschauen, auch hier scheint immer, schreibt sich El, Waf, Chet. Tafel, Platte und so weiter und so fort. El, Waf, Chet. Komm mal gleich. El, Waf. Ups. Chet. Doppel 10, oder? Platte. Tabelle, Kalender. Ja. Die doch Tafel da. Ja, Tafel und Blatt steht da. Lux. Ah, das ist eins zurück. Doch, hatte ich bei mir. Wenn es nicht so spät wird, ja. Dann können wir ja unten vorbereiten. Das machen wir mal alle gemeinsam am Abend essen. Na? Das Elwaf Chet. Ne? Das ist die Tafel, die Platte, das Klassische. Und wenn du das Waf rausmachst, das Loch ist nochmal lebensfrische. Frische Feuchtigkeit. Lach. El-Chet. Und Elwaf Chet. Und jetzt ist es, du hast schon, wie gesagt, da denkt man 44, die flache Lach. F. Lach. Lach ist Lachen. Flachen.
die Fliese, wo ich gesagt habe, ist auch eine 44, eine Fläche, da steckt die Lache schon drin. Mhm. Und das sind die Bilder, weil es ist alles flach. Okay. Erst zwei flache Bilder, mit der Unterschied macht dann das dritte. Das dritte ist aber nicht außen, sondern die Synthese ist in dir drin. 3D-Prinzip. Mhm. Okay? Mhm. Und jetzt ist es so, dass also hier in allen Wörterbildern, sagst du mal, Lach ist die Lebensfrische, symbolisch Feuchtigkeit, ist übrigens gespiegelt Choll. Ja. Die Spiegelung davon ist Choll, ist das Weltliche. Mhm. Das ist deine Lebensfrische. Mhm. Und El Waf-Chet, wenn dein Licht zu einem aufgespannten Chet wird, dann wird es zu einer Tafel, zu einer Fläche und so weiter und so fort. Wobei wir da haben wir wieder unseren Wachtraum und unsere zellige Logik, ist eine Facette von L. Eine Tafel, jede Tafel ist ein Bild. Mhm. Da haben wir heute schon ein paar Mal gehabt, Loge, Zelle, Wachtraum, ist eine Facette in L. Die Tafel ist ein anderes Bild für eine Tafel, immer wieder ein neues Bild. Mhm. Ich mache immer, früher habe ich den gemacht, du bist ein Einfallspinsel, und ich habe gesagt, vielleicht in der DDR wird es das vielleicht auch gegeben haben, wie ich Kind war, hat es so Wachstafeln gegeben. Du musst dir vorstellen, das war irgendeine Wachsschicht und da war Folie drauf. Ah, hat man geschrien, hat man rübergezogen. Dann hast du, wenn du drückt, hast die Folie geklebt, ja. Und dann hast du hier einmal durchgezogen. Ja, ja. Ja, und das ist, das ja, eine, dein Geist ist, ja. Einfach, ja. Du schreibst auf deine Wachstafel was, zuck, ja. Es ist immer dein Wach, es ist immer nur jetzt, was, ja. Du machst, und dann löschen wir es wieder von Augen. Das war so eine Metapher, wo ich immer dann genommen habe. Mhm. Okay, hat es ein paar Jahre gemacht. Ja, ja. Ja, das Kinderspielzeug. Und jetzt ist es also so, das also hier, das ist Loch. Jetzt ist also dieses, die Radix, El Chet Taf. Das ist das, was durchweg in der Bibel, wenn wir das jetzt einmal suchen, was durchweg in der Bibel, schau, wie oft das kommt, 38 Mal. Das ist immer, das sind die 10 Gesetzestafeln. Okay, schau mal, lest da bitte. Das ist das Aschloch, ja. Das Aschloch. Aschloch Gott. Wobei das jetzt, dieses Wort eigentlich gar nicht hier nur sprach, diese Zeichen des Bundes, habe ich sie dir zeichnen, sie im Fleische und auf die Erde. Nein, das hat jetzt nicht geholt. Entschuldigung. Das ist okay, Loch dabei. Nein, ja, ich habe das verkehrt. Loch hat. Ja, wir haben anfangs so ein Endbuchstaben, das war doch, wir müssen doch jetzt die Standardsuche machen. Jetzt haben wir die Loch hat. Die muss ich einzeln schreiben, da muss ich jetzt das raus tun. Moment, da darf man die, müssen wir da wegmachen. Nein, das ist ja nur Kinderkarte, wo ich die jetzt zeige. Das ist so, jetzt schaut doch jetzt die Lochwort. Lies. Und Jahwe sprach zu Mose: Steige zu mir herauf auf den Berg und sei da selbst, und ich werde dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, und das ich geschrieben habe, um sie zu belehren. So, das ist jetzt der Klassiker. Schauen wir uns das einmal an, Wort für Wort. Finger da drauflegen, für dich, wenn du lesen willst, den Finger da drauf lassen. Steuern. Wenn du das erste anklickst, so, dann immer das erste, das kannst du jetzt einmal lesen, also du bist rein. Waff J. Arme ist immer, und er sprach, wobei es gibt das Arme. Oma, Arme, ich sage jetzt einfach Arme. Arme, Oma, wir legen uns nicht mit der Aussprache fest. Ich will nur, ich kenne jetzt, müsste ich jetzt sagen, alle, bla bla bla. Ist ein Spruch.